I would like to congratulate to Ricarda Funk for the women's slalom K-1, blowing away her singles and winning the gold medal. A very, very difficult sport in my opinion. And obviously she took Germany's first gold medal. Und ja, na klar, natürlich freue ich mich, es ist keine Frage. Wurde auch schon höchste Zeit, dass die Biefke, ne, die Deutschen, so wie die Özis sie holen, auch jetzt einmal eine Medaille kassieren. Und ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Jetzt bin ich glaubt, dass sie es schafft. Aber geschafft ist geschafft und ihr Leben wird sich komplett ändern. Also wenn man nach Hause kommt und mit einer Goldmedaille antanzt, dann ist ja alles in Butter. Und natürlich die Honig- und Milchcontainer ist schon vorbereitet und man muss einfach nur reingreifen und das ganze Leben lang rausholen, weil, na klar, mit einer Goldmedaille, da bist du dabei, da musst du dein Leben lang nichts mehr machen. Du huckst da irgendwo herum, daheim, isst Popcorn und Chips und du bist für ewig in die Rekordbücher. Ja, so die ganze Fernsehen-Advertisements, die ganze, you know, da ist die Hölle los, ne, momentan in Deutschland, ne. Das ist eine Goldmedaille, das ist für 100 Millionen Menschen eine Goldmedaille, das ist schon was, ne, sagen wir mal so.